Na, ah, da fehlt uns noch eine Mutter. Können Sie vielleicht die Mutter holen? Meine Mutter lebt nicht in Deutschland. Warum reden wir meine Mutter überhaupt? Nein, Herr Faham, ich meine die Mutter von der Schraube. Hä? Sprache ist zentral, sowohl für Alltag als auch für das Arbeitsleben. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man von vornherein das Sprachniveau der Azubis richtig einschätzt. Klar haben die Auszubildenden vorher schon mal Integrationskurse besucht und bringen Zertifikate mit. Allerdings sollte man sich auf diese Zertifikate nicht verlassen. Wenn man das Gefühl hat, dass der Azubi etwas nicht verstanden hat, auf gar keinen Fall übersetzen, sondern umschreiben. Missverständnisse und Verständnisschwierigkeiten können trotz Deutschkenntnissen vorkommen. Oft führen verdeckte Kommunikationsregeln zu Missverständnissen. Wenn man merkt, dass der Azubi etwas nicht verstanden hat, ruhig nachfragen. Ich bin in Deutschland geboren und spreche Deutsch. Auch ich wusste nicht, was das Wort Ethansäure heißt. Das ist die ganz normale Essigsäure, die wir auch von unserem Alltag kennen. Als ich hier hinkam, hatte ich immer Wörterbuch dabei gehabt, um die neuen Worte nachzuschlagen. Aber das Wort Malocha habe ich nirgendwo gefunden und wusste auch gar nicht, was das bedeutet. Ich werde manchmal nicht verstanden, weil ich Worte falsch betone. Zum Beispiel das Wort Pause. Ich habe eben auch Französisch gesprochen und in Französisch sagt man einfach Pause. Sprachliche Verständnisschwierigkeiten gibt es auf vielen Ebenen. Beispielsweise gibt es Wörter, die gleich klingen, jedoch völlig unterschiedliche Bedeutungen tragen. Wie zum Beispiel Mutter und Mutter. Dialekte und Umgangssprache sollte man auf jeden Fall meiden. Beispielsweise hat mich ein Azubi gefragt, ob man das Wort ne immer ans Ende eines Satzes oder einer Frage stellt, weil ja andere Azubis und Jugendliche auch so sprechen. Es kann Verständigungsprobleme auch geben, weil der Azubi sich nicht traut, etwas nachzufragen. Oder jemand möchte nichts Negatives sagen, weil man dies in seinem Kulturkreis vermeidet. Jemand könnte sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil er Angst hat, etwas falsch auszusprechen oder auszudrücken. Oder Auszubildende, die aus demselben Land stammen, die sprechen ihre Muttersprache miteinander, klar. Dadurch auch, also das ist halt für sie leichter, aber dadurch isolieren sie sich und schließen andere aus. Es gibt verschiedene Ansätze, mit denen Ausbilder beim Verständnis helfen können. Man sollte möglichst einfaches Vokabular benutzen, wie zum Beispiel Wörter statt Vokabular. Ja. Ja, man kann auch die Schachtelsätze vermeiden, die zu Missverständnissen zwischen den beiden führen. Besonders wenn der Auszubildende aus einem Land kommt, wo er kein Deutsch spricht, was man hier als Muttersprache ist und also der Auszubildende spricht, der... Genau das nicht. Genau das nicht. Ich würde auch richtig langsam sprechen. Ich finde es auch richtig gut. Es ist auch besser, wenn man nicht mit einem Dialekt redet. Ja, yes, man sollte vielleicht nicht mit dem Dialekt sprechen. Den Auszubildenden zum Nachfragen und Reden ermuntern ist auch wichtig. Es hilft eigentlich, wenn man die Angst dem Auszubildenden davor nimmt, etwas falsch auszudrücken. Und gleichzeitig die falschen Wörter und Ausdrücke auf freundliche Weise verbessern. Unser bester Tipp ist, dass man immer Geduld hat und immer geduldig bleibt. Immer. In Deutschland herrscht das duale Ausbildungssystem. Das heißt für uns, wir müssen während der Ausbildung schon dauerhaft mit Deutschkurs und Deutschunterricht begleiten, gerade bei Geflüchteten. Man meint eigentlich, sie können recht gut Deutsch, aber gerade da haben sie Probleme bei der Fragestellung, bei irgendwelchen Aufgaben. Und deswegen sollte man weiterhin mit Deutschkursen begleiten, um auch eine vernünftige Abschlussprüfung und eine erfolgreiche Abschlussprüfung zu gewährleisten. Wenn es darum geht, Sprachkompetenzen zu erweitern und Deutschkenntnisse zu verbessern, gibt es gute Erfahrungen hiermit? Erstens sollte man auf jeden Fall mit den Azubis viel sprechen. Man sollte ihnen auf gar keinen Fall aus dem Weg gehen und nicht Hilfe über Vermittler, das heißt Azubis, die dieselbe Sprache sprechen, holen. Man sollte vereinbaren, dass Deutsch als Sprache für alle gilt. Bei Verständnisschwierigkeiten sollte man Aufgaben anders formulieren, auf gar keinen Fall übersetzen. Man sollte Azubis ermuntern, Deutsch über Fernseh- bzw. Radioprogramme zu schulen. Man sollte auch nach Lösungen außerhalb des Betriebs suchen, sprich in Form von Sprachkursen oder ehrenamtliche Sprachlehrer. Wenn man schon Schwierigkeiten hat mit der deutschen Sprache, dann ist es natürlich umso schwieriger, gerade Fachbegriffe zu verstehen. Da sind Wörter wie Pyknometer, Oberflächenspannung, Backenbrecher oder Bruttoentgeltabrechnung, die das ein bisschen verstärken mit der Sprache. Da ist es für mich umso wichtiger, Wörter zu umschreiben. Bildlich erklären reicht meist gar nicht, sondern das Umschreiben hält daran fest, dass man auch weiterhin bei der deutschen Sprache bleibt und diese auch anwendet. Und so wird am besten gelernt.
Wenn es darum geht, im Betrieb Fachvokabular zu vermitteln, kann man auf jeden Fall sehr gut mit der Methode Wortzerlegung arbeiten. Das bedeutet, wenn man das Wort Abisolierzange hat beispielsweise, kann man das Wort in drei Wortglieder trennen. Das heißt, man klärt mit dem Azubi, du weißt, was Zange bedeutet, du weißt, was Isolieren bedeutet. Man müsste eventuell die Vorsilbe abklären und dann die drei Wortglieder wieder zusammenführen lassen. Es kann durchaus vorkommen, dass Wörter, die unterschiedliche Bedeutungen haben, für den Azubi gleich klingen, wie zum Beispiel einbauen, abbauen, anbauen, da sie alle den Verbstamm bauen haben. Man sollte in dem Moment die Vorsilbe ab, an, ein etc. klären.